So, hi, da bin ich wieder. Ja, anscheinend hat das Warten ja geholfen. Das Warten hat geholfen. Sie sind nicht mehr hier. Das ist gut. Dann kann ich jetzt nämlich auf die Seite rüber. Bibi, sie sind weg. Ja, danke schön. Ah, du solltest 10-mal die Waffe bereithalten. Ich glaube, die anderen sollten die Waffen bereithalten, nicht ich. Aber ich sollte die vielleicht auch bereithalten, das stimmt. Hey! Sneak, sneak, sneak. Da ist noch so ein Priester. Was ist mit dem Burp da unten? Achso, dem geht's jetzt wieder gut, okay. Reno möchte, dass ich einmal trinke. Warte, dann gehe ich hier einmal kurz rein. Und trinke einen Schluck. Dann Prost, Reno. So, Kuckuck. Hier oben jemand? Nö. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ja, das hatten wir schon mal. Mit dem nicht erwischen lassen. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Hey, was? Lasst mich frei! Meine Familie braucht mich! So. Wo ist er denn? Mit meiner Frau sprechen. Irgendwo hier. Hallo Meno. Kaputter Meno vom 9 Stunden Sonntags Showgruppentraining. Sag, was soll ich Hallo. Euch denn sagen? Ich weiß nichts. Hallo, aber ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen entspannt und cool. Und strecken soll ich mich. Ja, Greno hat eben Trinken eingelöst gehabt. Oh, Strecken tut so weh. Ich habe so Muskelkater. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Ich habe schon, weiß ich nicht, ich habe monatelang oder so kein Beat Saber gespielt und habe dann vorgestern Beat Saber gespielt, aber schön auf Expert. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Und dann hatte ich gestern schon Muskelkater. Dann dachte ich mir so, ja, aber das eine, also man kann ja, der ruhig kann man ja nochmal. Ich habe ja Lust drauf. Ja, ich habe das Gefühl, meine Arme fallen ab. Bitte, lasst mich frei! Meine Familie braucht mich! Ja, das Problem ist halt der Typ da hinten. Bayek? Bist halt, du das? Halt Hol die Klappe! Warte! Bayek! Wo willst du hin? Ja, ich muss den hier umnatzen, du Vogel! Oh Mann, ey. Ja. Bayek? Bist du das? Hol mich heraus! Ja, ne, du machst dein Ding, ne? Tschüss. Amun sei Dank, dass du hier warst, Bayek. Versteckt euch hier. Geht erst, wenn ihr sicher seid, dass niemand in der Nähe ist. Bei Amuns Gnade. Das waren alle. Sehr schön.
Dann müssen wir da noch einen Schatz plündern und den Typen. Ne? Das hier. Das falsche Orakel. Schnick, schnick, schnick. Was? Ich schlitze mich auf! Hey! Soll ich Strecken erstmal deaktivieren? Nee, alles gut. Alles gut, das funktioniert schon. Du bist zurückgekehrt. Um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh so kurz vor Einführung der Herrschaft der Starken und Tugendhaften. Tugend? Ha? Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Nochmal! Ist gut. Ey! Naja, nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch, Weste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir. Wie gemein. Du. Remo, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Hey. Hey, hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Ist gut. Kommt, kommt. Was jagen wir denn? Das Orakel braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder Bayek? Du bist der Medjay. Wenn ich Medjay bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst nie ein Medjay. Du hast zu viel Angst. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Psst. Genug, ihr zwei. Der Sand ist so heiß an den Füßen. Manchmal fangen sie an zu brennen. Das macht dich schneller. Ich will, dass meine Füße brennen. Da vorne ist es. Deine Füße brennen, na kann klar. Kann ich mitkommen? Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Mach's gut. Die Herde ist in der Nähe. Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Wir wollen das Leittier. Mhm. Wie sieht das aus? Groß. Mit großen Hörnern. Sei ruhig. Mach's wie ich. Das ist mein Lieblingsteil. Bleib unten. Sie werden uns sehen, wenn wir es nicht machen wie Amun, der Gott des Schattens. Er schießt ja, einfach Papa, so random hin und her. Wir sind die Verborgenen. Ah, oh nein, ich hab sie verscheucht. Schieß doch nicht einfach. Ist schon gut. Dann bleibt eben mehr Zeit für uns beide. Oh. Genieß die Reise. Bleib bei mir. Wir machen es. Zusammen. Schon ein bisschen lustig, dass er die ganze Zeit einfach so wild hin und her schießt. So bam, bam, bam. Oh, ich hab sie verscheucht. Doof aber auch. Senu! Senu! Komm zu mir! Wieso rufst du Senu? Shenzida sagte, ich soll ihre Federn stehlen, damit die Wiegezeremonie mich in die Gefilde der Binsen bringt. Anubis wiegt dein Herz mit einer Feder auf. Diese Wiegezeremonie kannst du nicht beeinflussen. Sie ist heilig. Siehst du?
Auge und Hand bilden eine Linie mit dem Pfeil. Nur so kann man gezielt schießen. Wenn ich doch 100... Treffer! Tat ihm das weh? Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Holen wir uns den Pelz. Bringen wir den Pelz zum Orakel, bevor es dunkel wird. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Kannst du. Dein Pfeil müsste nur zu Senu werden. Stell dir vor, alle meine Pfeile wären Senus. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Wolltest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Ja. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Darf ich das denn? Als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Papo, was ist ein Magi eigentlich? Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so, auch ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siwa. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche, tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal Angst. Dein Großvater war ein berühmter Magi. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Warte. Oh, das war doch hier, wo die Banditen hier waren, ne? Also wir sind ja gerade in der Vergangenheit. Da sahen wir noch ganz anders aus. Vor einem Jahr oder sowas war das, ne? Ein Jahr später. Hatten wir vorhin zumindest. Hui. Welches Wort hat dein Vater gesagt? Spring. Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Nein, komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Ah! Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer. Hilfe, helft mir. Das ist Chenzira. Ich sagte, halt's Maul. Lauf heim zu deiner Mutter. Sorg dich nicht um Chenzira, ich kümmere mich um ihn. Magi Bayek! Los, geh. Ich hab Angst, ich will nicht allein nach Hause. Remu, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling. Los! Magi Bayek! Ja, ich bin der Magi hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir. Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden. Au! Komm! Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! Oh, wow. Ich hab das Ziel in Sicht! Oh, wow, oh, wow, machen die viel Schaden. Hey! Bist du lebensmüde? Mit mir, Brüder! Kein schwerer Schuss! Hä, ich mach den gar keinen Schaden? Oh. Ich hab das Ziel in Sicht! Hä? Der one-hitted mich! Fast! Aua! Okay, das sollte so sein. Au. Ein Ton und du bist tot. Wo wart ihr so lange?
Wir wollten nicht gesehen werden, Herr. Wir haben uns versteckt. Story relevant, okay. Hab ich ehrlich gesagt auch gewundert. Ich dachte auch gerade so, ui Gott, sind die stark plötzlich. Wir sind froh, dass du hier bist, Magi. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir Zugang zum Gewölbe bekommen. Die sturen Priester weigern sich, uns zu helfen. Und wenn du eventuell aus Loyalität zum Orakel zögern willst, haben wir jemanden, der dich mit Freuden eines Besseren belehren wird. Schweig! Vorwärts! Ich laufe ja schon. Lasst niemanden hier rein. Remo! Bist du verletzt? Na los, mach's auf deine Art. Haltet meinen Sohn daraus! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten. Wir verschwenden nur unsere Zeit! Der Junge ist verängstigt, ist schon gut. Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe! Bitte haltet meinen Sohn daraus! Der Pharao wurde alarmiert. Er besteht darauf. Wir werden auffliegen. Beeilung! Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Ich tat, was du sagtest, aber... Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein, Remo, nicht! Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo! Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo, Remo! Nein, komm! Zeit abgelaufen! Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Da halt. Wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein! Ich sag es euch! Wer will nur Zeit gewinnen? Ja. Was soll das? Da! Das ist doch Wahnsinn! Ja. Die Schlange nimmt das als deine Antwort. Ja! Oh, Scheiße. Oh, nein! Nein! Remo! Remo! Nein! Oh, fuck. Halt's Maul! Wir dachten, du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo. Vater von niemandem. Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Möge der Verborgene dich grüßen. Der Fürst Eduard erwartet dich. Oh boy.
Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Ich sollte nach Alexandria. Ich muss Aya sehen. Hab es doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier auf unsere Freundschaft, ja? Okay, den haben wir. Das falsche Orakel. Ja, jetzt verstehe ich auf jeden Fall mehr. Und wir haben ja hier soweit auch alles fertig. Bevor du Siva verlässt, ja, das ist ja dann direkt hier. Ich wollte hier nochmal kurz gucken. Was ist das hier eigentlich für ein Bogen? Jagdbogen. Da haben wir doch den hier und der ist besser. Und hier haben wir den. Da ist doch auch der hier besser. Oh boy. Ich glaube, ich behalte die hier auch immer noch. Auch wenn das hier ein bisschen besser wäre. Oh, den kann ich nicht mal wegmachen. Das Schild weg. Ist ja auch weg. Hat halt noch so schöne Nebeneffekte. Achso, was rüste ich denn auf? Erhöht die maximale Pfeilmenge? Das wäre ja ganz schön eigentlich. Nahkampfschaden. Erhöht den Fernkampfschaden. Ich würde das einmal machen. Und das hier kann ich auch nochmal machen. Guck mal. Wird doch langsam. Das hier wäre auch noch ganz gut. Erhöht die Gesundheit. Kann man immer gebrauchen. So ein bisschen Gesundheit, würde ich sagen. So, 4 Stufen haben wir jetzt. Ich weiß gar nicht mal, wo wollte ich denn überhaupt hin? Adlerangriff? Nee. Besser der Leichterbogen. Schießt mehr Pfeile ab, bevor du nachladen musst. Brauche ich, glaube ich, nicht so wirklich. Das ist das mit dem Steuern. Fertige Brücke. Dein Schuss aufzuladen und gerne Schildabwehr zu besprechen. Das wäre vielleicht was. Das wäre vielleicht was. Was haben wir hier? Attentatsbeute. Plünderst automatisch Gegner. Oh ja. Heimliche Kill-Serie. Aufeinanderfolgende Attentate gewähren dir IP-Bonus, solange du nicht entdeckt wirst. Ja, passiert nicht ganz oft, ne? Kriegsbogen war nicht meins. Weiß ich nicht. Elite-Weidmann. Wenn du in der Luft mit dem Bogen zielst, wird eine Zeitlupe aktiviert. Ui. Meisterjäger. Kettenattentat. Oh, das wäre natürlich praktisch, ne? So ein Kettenattentat. Ja, dann sollte ich hier runtergehen. Ja. Und dann dienen hier als nächstes. Dafür brauche ich 3 Punkte. Nein, das ist kein BSG, sondern meine Waffenmeinung. Was? Als Waffen liebe ich Dor immer noch die Shoshopesh.
Koppisch? Choppisch? Echt coole Waffe im Outfit. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was das ist. Und alles gut. Das ist kein Backseat Gaming, nö. Also, finde ich jetzt zumindest nicht. Bist du bereit? Es ist eine lange Reise. Du kannst später zurückkommen. Wir können später irgendwann zurückkommen. Einfach gesagt, ein komisch gebogenes Schwert. Ah, okay. Ich muss Siva verlassen. Es gibt noch mehr, die ich der Gerechtigkeit zuführen muss. Besonders den, der sich die Schlange nennt. Wie willst du die Männer finden? Aya sucht nach ihnen in Alexandria. Ich muss zu ihr. Sie sagte, sie würde ihren Vetter bei der großen Bibliothek besuchen. Große Bibliothek? Und sie sagte, dass ich dir ein bestimmtes Wort sagen sollte. Serapis. Serapis? Der Gott, den sich Ägypter und Griechen teilen? Natürlich. Verstehe. Und Bayek, tu etwas gegen diesen Bart. Leb wohl, mein Freund. Was hat er gegen meinen Bart? Oh, Scheiße. Layla, du brauchst neues Cyclosporin. Sofort. Layla, aufwachen, aufwachen. Muss ich etwa da runterkommen? Layla? Layla! Komm zurück! Layla, bist du bei mir? Habibti! Du sollst mich doch nicht so nennen. Aber du reagierst am schnellsten, wenn ich dich ärgere. Ich bin aufmerksam. Okay, du brauchst eine Pause. Der Animus stößt dich ab. Ich bin okay. Ja, aber deine Nieren nicht. Nimm etwas mehr Cyclosporin, bevor sie versagen. Ja, Schwester Geary. Für dich, Sanitätsoffizier Geary, bitte. Also, wie lief es? Meine Mods funktionieren. Seine Erinnerungen sind vollkommen klar. Wenn das Abstergo nicht überzeugt, mich ins Animus-Projekt zu nehmen, weiß ich auch nicht. Ach, fantastisch! Wen hast du denn da drin? Sein Name ist Bayek von Siva. Nach dem Tod seines Sohnes wurde er zum Mörder. Ist er interessant genug für Abstergo? Fang nicht an. Die werden sich nicht darüber freuen, wie du das angegangen bist. Ich arbeite nicht nach Lehrbuch. Tja, dieses Mal hast du das Lehrbuch verbrannt und seine Asche zerstreut. Das spielt alles keine Rolle, wenn du ins Koma fällst. Also los, hol dir das Cyclosporin. Okay, das hier kenne ich übrigens alles nicht. Ich habe keine Ahnung, wer die Frau ist und warum wir jetzt hier sind. Aber wir werden es rausfinden. Suchst du immer noch das Cyclosporin? Ich habe es ganz sicher in das Medikit gepackt. Ja, aber ich dachte, ich kann mich hier noch umschauen. Habe ich ja auch mein cooles... Nee. Meinen coolen Rundumblick? Nein. Das Cyclosporin. 2 Kubik reichen. Vergiss nicht zu sterilisieren. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Du passt doch so schon gut auf mich auf. Selbst vom Hotel aus. Und ich weiß, wie du die Klimaanlage liebst. Hier, möchtest du in den Animus zurückkehren? Nö. Warte mal. Lass mich mal hier noch umschauen. Also, ich weiß ein bisschen was über die Assassin's Creed-Serie. Also, von der Reihe her. Aber nicht viel. Weiß ungefähr, was der Animus ist. Aber halt auch wirklich nicht viel. Ach du Heiliger. Vermisstenkartei. /Intro. Boah, jetzt lese ich nicht alles. Ich mach das einfach alles mal nur ein bisschen auf. Das sind bestimmt super viele Hintergrundinfos, die ganz doll wichtig sind.
den kenne ich aus einem anderen Assassin's Creed Teil, glaube ich. Desmond Miles. Doch, der kommt mir bekannt vor. Zumindest vom Namen her. Mein Gott, gibt es hier viel. Aber ich muss das alles anklicken, damit da ein Häkchen ist. Oh Gott, noch mehr. Dip. 10 Jahre später. Gott, sind da auch Häkchen hinter, wenn ich die einmal angeklickt habe? Nein, okay, gut. Fahrradfahren in Queens und Stützräder 1989. Oh. Jörg City 1994. Backstage beim Ra Victoria Konzert Madison Square Garden 2000. 2004. Das sind wir, ne? Hey, ich bin Layla, frag mich alles. Selbstgemachter Flipper-Wettbewerb. Mach's gut und danke für den Fisch, Berkeley. 21. März 2006. Der Tag, an dem Layla Hassan das College schmeißt. So ist es, Professor Moore. Ich schreibe Ihre Jane Eyre-Hausarbeit nicht zu Ende. Ich habe einen Job und nächste Woche fahre ich nach Philly. Diese ganze Hörsaalsache, das ist nichts für mich. Mom und Dad drehen durch, aber sie werden es akzeptieren. Ich arbeite auf etwas Echtes hin, verdiene echtes Geld und ich werde näher an zu Hause wohnen. Nicht, dass ich öfter hinfahren werde. Sophia versprach, dass ich immer bei Abstergo arbeiten kann. Solange ich ihnen zeige, was ich mit einer Leiterplatte und einer Zange alles anstellen kann. Klar, ich muss mich hocharbeiten, um einen Platz in diesem besonderen Projekt zu bekommen. Aber das macht nichts. Es wird nicht lange dauern, bis Sie oder Ihr Vater, Mr. Alan Rickon, merken, was ich drauf habe und mich um Hilfe beim Animus bitten. Und die Sachen können aber interessant sein. Die hören wir uns mal alle an. Ich schwöre, ich kriege mehr gebacken, während ich auf dem Klo die neueste Ausgabe Wired lese, als alle anderen hier den ganzen Tag über im Labor. Ich meine das, Bodyband? Echt jetzt? Wenn Leute sich nicht von selbst bewegen können, werden sie es sicher auch nicht machen, wenn es ihnen von einer Uhr gesagt wird. Es ist alles so sinnlos. Ich sollte zurück zu... Warte mal. Das ist wahrscheinlich genau das, was das Bodyband mir sagen würde. Ich sollte viel besser etwas bauen, das einerseits die Leute so richtig umhaut und andererseits die Türen zum Animus-Projekt öffnet. Und nichts von Abstergo Fitness ist dafür groß genug. Ich langweile mich zu Tode. Aber Langeweile ist das beste Doping für Kreativität. Ja, ich denke, das Bodyband braucht ein paar kleine Änderungen an seinem Sprachverarbeitungsprogramm. Eine gute Entscheidung fühlt sich immer wie zu Hause an. Mein Zeug ist noch da. Mein Spind riecht wie immer. Als wäre ich nie weg gewesen. Aber ich war weg. Und ich kann nie vergessen, was ich gelernt habe. Wie wird das meine Arbeit bei der Abteilung für historische Recherche verändern? Schwer zu sagen. Aber sie wird sich ändern. Adam hat was zum Lunch reserviert. Nichts Schickes. Sie stellt mir die Energiri vor, meine neue Sanitätsoffizierin. Sie sieht aus, als ob sie vom Land kommt. Aber sie scheint okay zu sein. Unfassbar, dass sie mir selbstgebackene Kekse mitbringt. Ich weiß nicht, warum ich ihr erzählt habe, dass ich letzte Woche sitzen gelassen wurde.
Ich rede nie über Privatsachen im Büro. Immerhin scheint sie vertrauenswürdig zu sein. Das braucht man, um im Einsatz am Leben zu bleiben. So schade, dass die taktischen Einheiten von Abstergo keinen Wert auf Vertrauen legen. Aho, der portable Animus. Keine Erwähnung in den Credits. Aber die ganzen E-Mails, all die nächtlichen Anrufe aus Madrid. Da steckt viel von mir drin. Sophia, wenn ich gewusst hätte, dass du nur mein Gehirn ausbeuten und mich außen vor lassen willst, wäre ich dir nie gefolgt. Geht weg! Es gibt hier keine Süßigkeiten. Nichts im Leben ist jemals umsonst. Nie. Der Animus. Das ist doch... Ich weiß, dass er ohne meine Tipps nicht laufen würde. Sieh dir nur an, wie sie... Der Kühlkörper. Die VRMs. Der Hochspannungstransistor. Ich war es, die ihnen gesagt hat, dass das den Fehler in der... Was ist das? Na, aber hallo, DNA-Lesemodul. Klingelst du an meiner Tür? Vielleicht gibt es hier am Ende doch noch Süßigkeiten. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Sophia kein Händchen für gutes Personal hat. Das ganze Werk in Madrid ist... Wie konnten sie das nicht merken? Dabei ist es so einfach. Man muss nur die genetischen Erinnerungen gliedern und mit kleineren Datensätzen arbeiten. Man könnte sogar mit unvollständigen Proben arbeiten und trotzdem ein verlässliches Modell mit hoher Synchronisation bekommen. Das Lesemodul und die Entschlüsselungssoftware bräuchten ein Update, aber das ist machbar. Und die in Madrid feiern bestimmt schon, nur weil sie so weit gekommen sind. Inzwischen mache ich hier Party mit vergammeltem Veggie-Curry, 3 Plasmabildschirmen, einem aufgeschraubten Animus und Ra Victorias Debütalbum in Dauerschleife. Prost! Die wird sauer sein, wenn sie sieht, dass ich Miltons DNA benutzt habe. Aber was erwartet sie, wenn sie mich um Hilfe bittet? Ich brauchte ein genetisches Profil, um den Animus zu testen und, naja, sein zwar eben da. Alles im Namen der Wissenschaft. Okay. Ich mag Vormittagsmeetings. Die sind kurz, der Unsinn hält sich in Grenzen und es gibt gratis Kaffee. Keine Freizeit diese Woche. In 2 Tagen setzen sie mich und die in ein Flugzeug nach Alexandria. Ich verstehe nicht, warum es Hathaway so eilig hat. Man schickt uns auf die Suche nach einem Artefakt. Offenbar ist dieses Artefakt von Interesse gleichzeitig eine Person von Interesse. Aber ein Artefakt, das schon 2000 Jahre da rumliegt, das läuft doch nicht weg. Ein Artefakt von Interesse, das kommt mir bekannt vor. Am Ende ist es doch immer nur eine Tonscherbe oder ein halbes altes Buch. Mein Animus läuft mit DNA, nicht mit Töpferwaren. Es wird komisch sein, zum ersten Mal seit 2013 wieder in Ägypten zu sein. Damals habe ich nach meinen Wurzeln gesucht und nur Ärger bekommen. Es ist gut, dass die mitkommt. Sie hält mich immer davon ab, etwas allzu Dummes zu tun. Offenbar ist dieses Artefakt von Interesse gleichzeitig eine Person von Interesse. Eine Mumie und eine einmalige Gelegenheit. Ich habe die über ein paar Änderungen an unseren Missionsparametern informiert. Sie hat sich aufgeregt, aber ich weiß, wie gespannt sie ist, mein Animus in Aktion zu sehen. Abstergo hat nichts dagegen. Naja, das hätten sie, wenn sie davon wüssten. Aber das tun sie ja nicht. Hathaways Aufklärungsdaten sind für'n Arsch. Wir haben keine Ahnung, was uns bei dieser Mission erwartet. So ein Einsatz macht Spaß, aber deshalb bin ich nicht aus Berkeley weg. Wenn der Animus so alte DNA akzeptiert und das Lesegerät die fehlenden Kodone nachbilden und genetische Erinnerungen extrahieren kann, die nicht von mir sind, dann verliert Sophia ihren... Abstergo. Abstergo wird auf Knien angekrochen kommen. Mein Name wird in einem Atemzug mit Warren Wittig genannt. Anna Mutakida Minda. Zu dumm, dass das Werk in Madrid hochgegangen ist. Aber ich wette, sie bauen bald ein neues. Und zwar in Philly. Und die leitende Ingenieurin wird Leila Hassan heißen. Ja, gut. Was haben wir hier? Haftnotizen. Okay. Ich glaube, wir haben alles angeguckt. Okay, hier geht's wieder ins Menü, normal.
Das böp die ganze Zeit. Ein Balken. Ein halber Balken. Okay. Darf ich hier überhaupt rumlaufen? Ich hoffe. Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Der Entwurf für meinen Umbau der Dialyseeinheit. Braucht einen größeren Flüssigkeitsspeicher. Du brauchst ein größeres Stück Tape auf deinem Mund. Wow, sei nicht so aggro. Gratis Kaffee beste. Ja, gratis Kaffee ist immer gut. Der Generator hält durch. Gut gemacht, Layla. Warte. Hallo? Da oben ist doch noch was. Kann sie nicht so fancy springen? Oh, warte. Vielleicht hier so hoch? Hallo? Ich komme da nicht hoch. Die gute Frau kann nicht springen. Aber da lag noch was. Och Mann. Wir sind hier random in irgendeiner Höhle. Oh, ich habe meinen Gensequenzierungscode gefunden. Wirst du Milton je sagen, dass du ihn mit seiner DNA getestet hast? Nein, und du auch nicht. Es gibt viele Wege für die Wissenschaft zu spenden. Schade, wir haben keine Karte zum Öffnen. Ich guck gerade, ob mir das irgendwie bekannt vorkommen könnte hier. Ey, ich glaube, da soll ich nicht lang. Hiermit kann ich auch nicht interagieren. Oh ja, also mit dem Auto, da müsste ich den Reifen vielleicht irgendwie mal machen, ne? Ärgert mich, dass ich da nicht hochkomme. Guck mal, da oben ist doch noch mehr. Da waren doch auch Zettel. Wie kommen die da alle hin? Ach, jetzt konntest du gerade kurz springen, oder was? Der Entwurf des genetischen Sequencers ist nie ganz fertig geworden. Ja gut. Gehen wir mal wieder zurück. Oder? Ah, warte mal, hier geht's auch noch rein. Entschuldigung. Ach so. Warte mal, das geht denn hier lang? Das geht da rein. Das heißt, das da drinne. Das hier ist Bayek, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe? Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mit wem redest du? Bayeks Mumie. Ja. Das ist eine richtige Drahtstante. Okay, das ist Bayek. Ha,
Hallöchen, Justingel. Luilu. Ich gehe wieder rein. Das ist so krass da. Sei vorsichtig. Haben das Tutorial geschafft. Quasi. Hast du eigentlich vor, das Game 100% zu machen? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das mache ich mit den wenigsten Spielen. Also, dass ich die auf 100% mache. Nee. Also, außer da fehlt wirklich nicht mehr viel, wenn ich schon so casual-mäßig durchgespielt habe und da fehlt nicht mehr viel, dann würde ich halt noch die restlichen Sachen holen, aber jetzt so direkt nicht, nee. Das ist irgendwas mit dem Schöp. Ich muss dieses Land beschützen. In Alexandria erblüht die Schlange und Aya lebt dort. Ich muss sie beide finden. Die Sache ist aber, da steht ja irgendwo in der Stufe 23. Ja. Ach, glaube ich, will erstmal dahin. Wow. Und ja, wir sind ja immer Stufe 8. Geheimnis der ersten Pyramide. Um seine Frau zu suchen. Ist aber auch eigentlich für Stufe 10, ne? Und das geht in zwei verschiedene Richtungen. Ich soll eigentlich noch da, aber ich will hier lang. Ich will das da. Beziehungsweise ich will erstmal das da. Nini. Oh, Spiel kann mich mal. Ich geh doch da nicht lang, wo die wollen, dass ich da lang gehe. Sehe ich denn so aus? Wow, die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Oh, hier sind wieder so eine tollen Wachen, ja. Was muss ich da machen? Hauptmann und plündern. Oh, hier hat man aber nicht so viel zum Verstecken. Burp, burp, burp. Oh, ich sehe fast gar nichts. Hallo. Wow. Ja. Ich lasse besser den Mund zu. Ja, ja, den solltest du bei dir. Also hier solltest du es dem wirklich zulassen. Da hast du nachher sonst ganz viel Sand im Mund. Hilfe, was passiert denn hier? Hallo? Hey, bist du betrunken? Flüstert hier irgendwas die ganze Zeit?
versuche das gerade zu verstehen, aber ich verstehe es nicht. Was war das denn? Das Flüstern ist gruselig. Warum flüstert hier jemand? Ein Zappel. Hä? Jetzt hat das Flüstern aufgehört. Okay. Ein Kuschelbusch? Nee, da liegen gerade nur zwei drin. Das ist ja noch okay. Ab drei wird's ein Kuschelbusch. Ich finde es so mega, wie gut die Wüste dargestellt ist. Kann man sich richtig drin verlaufen. Ja, das definitiv, ja. Hey, bist du krank im Kopf? Hey! Ach, das sind Banditen. Banditos. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Aber beide da sind doof. Ja. Kommt einer, kommt her. Und der andere bleibt noch sitzen, das ist gut. Platz für Zweisamkeit, genau. Hier auch. Guck mal, wie sie nebeneinander liegen. Süß. Ach, guck mal, da liegt da sogar Essen. Oh, jetzt bin ich mit dem Fuß reingelatscht. Oh. Nee. Habe ich das da jetzt? Jetzt. Oh, und ich sehe gerade, dass eigentlich wieder Pausenzeit schon wieder ist. Ach Mann. Hab gefühlt überhaupt nichts geschafft, weil wir die ganzen Audiosachen angehört haben, ne? Naja. Dann hocke ich mich da aber gleich noch mal kurz in den Busch und dann machen wir eine Pause. Mal so. Ja. Ja, hier ist gut. Hier soll doch keiner mehr sein. Und dann gehen wir nämlich doch weiter in... Welche Richtung eigentlich? In die Richtung? Was sonst? Ich gucke nicht in die Richtung. Nein, in die Richtung. Ganz und gar nicht in die Richtung. In die Richtung hier. 10.000 Kilometer weiter weg. Da hinten, wo die Pyramiden sind. Da gehen wir hin. Und wir beobachten mal den Vogel da, ob der es schafft, nach der Pause vielleicht weggeflogen zu sein. Ist sehr starker Gegenwind. Also wirklich sehr, sehr starker Gegenwind. Okay, dann bis gleich.